So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar hat Pupsi beim Einkaufen Folgendes entdeckt. M.Yo, Limonade. Ich habe keine Ahnung, wo die her ist, wem die gehört, warum die überhaupt da ist. Aber davon haben wir drei Sorten. M.Yo, Blueberry Bay. Dann haben wir M.Yo, Orange Family. Und wir haben M.Yo Mermaid Fantasy. Also die Jungfräulichkeit in Person. Nein, die Meer, das. Die Meerjungfrau, genau. Mermaid, Mermaid, hin und her. Wir werden die jetzt wieder alle einzeln testen im Berliner Luftgläschen und dann alle zusammen im auf die dicken Bierglas. Und da freue ich mich schon besonders drauf. Fürs Thumbnail muss ich die aber irgendwie mal jetzt hochhalten, dass man das sieht. Dass das drei Dosen sind, drei Dosen M.Yo, die ich hier alle zuhalt, komplett. So sieht man das. Guck, M.Yo. Frei, das ist das Thumbnail, genau. Was ist das jetzt? Ich fange mal mit der Orange Family an. Das müsste nämlich eigentlich einfach Orange sein. 10% Frucht plus Vitamin C. Die Dose sieht sehr schön aus. Da ist eine Orange, da ist noch eine Orange. Hier hinten seht ihr eine kleine Qualle und einen Seestern. Alles fliegt hier rum. Da könnt ihr noch was abscannen. Taucht mit uns ab. Folgt uns auf Instagram und TikTok. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Und ansonsten M.Yo. Jede Sorte ein fruchtig-frescher Mix aus verschiedenen Früchten, kreiert von Emir und seinen Schwestern. Frei von künstlichen Aromen, vegan. So direkt, was das jetzt ist, sehe ich nicht. Ich werde mir jetzt nichts. Oh, doch, warte. Hier. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Orangen, Mandarinen, Zitronengeschmack und Vitamin C. Also, Orange Family ist Orange, Mandarine, Zitrone. Das machen wir jetzt auf. Von Emir und seinen Schwestern. Füllen uns einmal hier ein. Das sieht auf jeden Fall richtig stark aus von der Farbe. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eher heller, durchsichtiger, ein bisschen klein, trüb. Aber das ist ein richtig kräftiges Orange, wenn man das sich so hier betrachtet. Das schütten wir mal fix rein. Riecht sehr nach Mandarine. Hat... Gar nicht so sehr noch Orange, hat einen sehr mundigen Mandarinengeschmack und ein bisschen Zitrone kommt durch, okay. Ist auf jeden Fall eine interessante Kombination und hebt sich komplett ab von allen anderen Orangenlimonaden, die du so kennst, weil es ein sehr bunter, oranger Mix ist. Orange, Mandarine, Zitrone, finde ich gut. Müsste vielleicht noch ein bisschen kühler sein. Ich habe es jetzt einfach hier aus der Küche so genommen, wie es da steht. Aber bis jetzt sehr interessant. Mermaid Fantasy kann ich mir gerade nichts vorstellen, deswegen gehen wir jetzt erstmal zu Blueberry Bay. Sieht halt auch so aus, wieder hier mit der Qualle, mit dem Seestern, das brauchen wir alles nicht nochmal vorlesen. Blueberry Bay, hier erkenne ich Blaubeere wahrscheinlich, Erdbeere und eine Birne. Wir drehen es mal rum, wir lesen mal. Achso, ja, das hat man hier nämlich außerdem erkannt, hier. Da habt ihr nämlich schön hier Orange, Mandarine und Zitrone drauf abgebildet. Also ihr könnt am Bild das erraten. So, was habe ich gesagt? Erdbeer, Birne, Blaubeer. Und was ist es? Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Heidelbeer, Birne, Erdbeergeschmack und Biotin. Bin ich nicht gut? Ich habe es direkt erkannt. Habe ich Heidelbeere gesagt? Ich habe einfach Blaubeere gesagt. Aber Blaubeer, Heidelbeer ist wohl dasselbe. Wir füllen es wieder ein. Das ist eine Farbe, die kommt nicht von der Birne, das sage ich euch jetzt schon. Das ist der Heidelbeergeschmack, sehr Geschmack. Farbe, sehr präsent, sieht gut aus. Riecht sehr beerig, fruchtig. Da kommt der Erdbeergeruch, in erster Linie Erdbeergeruch. So wie ich vorhin als erstes Mandarine gerochen habe, rieche ich hier Erdbeere. Normal.
Normal mag ich Blueberry oder Heidelbeer so nicht, weil es immer so ein bisschen säuerlich ist, aber hier finde ich es gar nicht säuerlich. Also ist auf jeden Fall sehr mild. Die Birne schmecke ich jetzt nicht wirklich raus, aber eher so eine Mischung aus Heidelbeer-Erdbeer, aber ohne diesen sauren Nachgeschmack, diesen beißenden, den du manchmal hast. Das heißt, auch das ist auf jeden Fall eine interessante Kombination, die hier einfach sich so durchschmuggelt. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten. Wir haben noch dieses Mermaid Fantasy. Hier ist abgebildet eine... Ja, ist das jetzt eine Maracuja? Ist das jetzt eine Papaya? Ist das jetzt, ich habe keine, ich sage einfach mal eine Maracuja plus eine Kirsche plus eine Wassermelone. Und was ist es? Ah, komplett falsch. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Wassermelonen, Drachenfrucht, Kirschgeschmack und Vitamin B12. Das ist also eine Drachenfrucht, das mit dem Weißen drin. Ich habe vorher so Schupfnudeln gegessen mit Mad Dog Soße. Das brennt mir gerade innen drin alles weg. Aber wir müssen jetzt hier durchziehen und haben eine super schöne rosane Färbung. Guckt euch das mal an. Das sieht genauso herrlich aus wie die Dose. Das mit der Farbe der Dose passt perfekt. Das erste auch. Hier habe ich was Blaues erwartet, aber es war dann eher doch eher lila. Aber alle anderen Sachen passen perfekt zusammen. Wir trinken jetzt ja auch mal einen Schluck. Gucken, was wir rausschmecken. Riecht auf jeden Fall extrem nach Kirsche. Ich weiß gerade nicht, wie Drachenfrucht schmeckt, aber irgendwie... Riecht es stark nach Kirsche, aber der Kirschgeschmack ist auch nicht so präsent. Wassermelone merke ich auch gar nicht raus. Es ist ein Geschmack da, den hätte ich sogar ein bisschen so wie ein bisschen in eine Apfel-Bananen-Richtung gelenkt. Also das ist irgendwie gerade der genialste Geschmack, weil er mich komplett verwirrt. Epmio-Limonade, Mermaid Fantasy mit Kirsche. Wassermelone, Drachenfrucht, also mega interessante Kombination. Jetzt wollen wir das Ganze aber natürlich noch vereinen. Das heißt, wir kippen uns jetzt Orange Family Mermaid Fantasy in dieses Glas. Und packen dann unser Blueberry Bay noch oben drauf. Momentan sieht es so aus. Jetzt kommt das noch oben drauf. So, jetzt ist von jedem ungefähr gleich viel übrig. Wir haben ein volles Glas, das mega fruchtig riecht, ultra brutal, wie wenn ihr eine Packung Lachgummis aufmacht und steckt euren Kopf rein. Alles kommt zusammen. Das wollen wir jetzt mal probieren. Der Rest, den kann ich meinem Muttertier geben. Die muss ich hier gleich abholen. Und gucken, was die dazu sagen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, forward, euer Ramses. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal die MJO-Limonade probiert? Wenn nicht, von mir eine Empfehlung. Probier die mal. Ich fand die eigentlich richtig gut. Haben wir im Kaufland gesehen. Vielleicht findet ihr die auch im Kaufland. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, forward, euer Ramses. Unglaublich. Jetzt habe ich den Geschmack. Das schmeckt wie von Trolli gab es auch immer diese sauren Würmchen. Diese sauren Würmchen, wo der eine mal auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite so rosa oder lila war. Irgendwie so schmeckt das. Ist das auch Drachenfrucht? Und du haust dir das ganze Ding rein und denkst jetzt übelst süß oder sonst was und richtig schlimm. Nein, das ist voll angenehm im Abgang. Ich habe zwar trotzdem jetzt Bauchschmerzen, aber das kann auch von der Mad Dog Soße vorhin sein. Ciao.